Hallo und herzlich willkommen zu einem super Weihnachts-Special-Folge Pokémon Let's Go Evoli mit einem Special Guest und zwar dem Pla. Hui! Oh, alle waren schon traurig und gedacht, oh, jetzt ist sie schon wieder alleine da. Aber nein, Pla ist wieder an meiner Seite. Hallo. Ich habe ihn wieder gequält und gehauen und jetzt hat er Angst gehabt und ist dann doch nochmal dazu gestoßen. Ja, die Griemen von den Fesseln, die brennen noch ein bisschen, aber geht. Ausgefeilt. Okay, stopp, halt. Das soll ein Weihnachtsspecial sein. Ja, definiere Weihnachtsspecial. Kinderfreundliches Programm. Wir sind kinderfreundlich. Und zwar brauche ich hier ein bisschen Hilfe bei der Route 13 und 14, weil hier 1 Million Trainer sind und ich es alleine nicht packe. Deswegen habe ich mir jetzt Leonie und Ted geholt. Und Shadow und Nico und Ante begleiten uns auch noch. Also das komplette Team einmal ausgetauscht. Außer Shadow, der ist standardmäßig dabei. Wir haben Leonie. Und dann geht's einfach weiter. Ist das ein Junge? Ja. Das ist ein Junge? Ja. Das ist doch ein Mädchen. Nein, der hat doch ein, wie heißt denn das? Mit Hosenträgern. Ja, Latzhose, das können auch Mädchen, das ist ein Mädchen. Nein, das ist nicht. Hast du jemals die Legende von den mythischen Schwingen gehört? Warum machst du den schon wieder so schwul? Das ist ein normaler Junge. Da, siehst du? Wenn du meinst, okay, gut. Oh, Till, ja, okay. Ich finde, sieht voll aus wie ein Mädchen. Was ist denn das? Ein Ibitak. Ah. So. Das ist Flug, ne? Ja. Was hilft dagegen? Du kannst alles machen. Doppelkick, Knirscher und Superzahn. Davon haben wir 30 Angriffe, also nehmen wir das. Wahrscheinlich komme ich eh nicht mehr zum Zug, oder? Ah, doch. Okay. Wow. Achso. Ich bin fertig. Alter, Alter. Ich dachte schon. Hey, Shadow erreicht Level 37, cool. Ein Tauboss. Tauboss. Ibitak war auch schon von Habitak, ja? Die Weiterentwicklung. Ja. Ha, ich kenne mich voll aus. Mach mal was anderes als Doppelkick, mach mal was, keine Ahnung. Mach mal Knirscher. Nicht ganz. Aber ich darf erster angreifen, also ist jetzt Geschichte. Kann ich auch irgendwie aussetzen? Wie aussetzen? Dass ich einfach nichts mache? Weil jetzt wird ja... Ah ne, gut, wenn ich nicht drankomme, wird wahrscheinlich auch von den AP nichts abgezogen, oder? Ja. Okay. Das ist ja egal. Ante erreicht Level 34, schön. Wow. Warum habe ich bloß verloren? Entschuldigung, ich muss mich daran gewöhnen, dass hier noch jemand mit neben mir sitzt und auch Quatsch. Nein, du darfst dich nicht entwickeln. Entschuldigung, Ante. So, weil das hier ein Winterwunder-Special, Weihnachtsspecial ist und wir Ted und Leonie ja schon eine Weile kennen, würde ich sagen, entwickeln wir die mal. Ja, Special. Mondstein. Einsetzen. Ted darf zuerst. Brauchen beide Mondstein? Ja. Nidoking? Ja, okay. Jetzt haben wir aber langsam Angst. Ja, gut, okay, das ist ja nicht schwer. Und Nidoqueen. Dank seiner stahlharten Haut kann er es Gegner besonders effektiv rammen. Mit seinem Horn spaltet es sogar Diamanten. Fuchtler. Ich weiß nicht mehr, was Fuchtler ist. Was ist ein Fuchtler? Attacke über 2 bis 3 Runden, die den Angreifer verwirrt. 120.
Na, es macht keinen richtigen Schaden quasi. Doch. Also das wäre so ein Effekt gewesen, ne? Dann mache ich Hornbohrer weg, weil Hornbohrer macht zwar immer K.O., aber das trifft nur genau halt 30, also wenn du die Attacke 8 oder 20 mal einsetzt, dann trifft die vielleicht mal, aber so viele Möglichkeiten, genau, hast du meistens im Kampf nicht. Außer wenn du einen Doppelkampf hast, dann hast du immer noch jemanden parat, aber so ist mir die Attacke ein bisschen lieber. Und jetzt darf Leonie. Boah, und das alles in den ersten 6 Minuten. Wahnsinn. Verstärken sich da auch die Angriffswerte dann? Ja. Nidoqueen besitzt einen robusten Körper, der von harten Schuppen bedeckt ist. Diese scheinen immer wieder nachzuwachsen. Body Slam. Die KP des Ziels werden halbiert. Weiß ich nicht. Klingt ein bisschen besser. Was ist KP? Die Lebenspunkte. Ach so. Paralyse gegen. Du, ich hab keine Ahnung. Ach, ich mach das. Weil viele werden jetzt schreien und sagen, wie kannst du bloß, aber was soll's. Okay, das war's. Jetzt gucken wir sonst noch an. Oh. Oh. Bisschen größer, ja? Wir müssen noch... Hey, die habe ich doch im letzten Part schon besiegt. Warum kommen die nochmal? Die sehen doch immer wieder gleich aus. Die perfekte Gelegenheit, um mit dem Pokémon anzutreten, die eben... Nee, stopp. Gegen die habe ich letztens versagt. Ich bin das erste Mal gestorben. Ja, ich bin das erste Mal bei Brigitte gestorben. Brigitte? Hat die nicht eine Zeitschrift? Ja, sollte ja jetzt kein Problem sein eigentlich. Seit die beiden sind gegen Wasser... Ich habe keine ineffektiv. Ahnung. Mach Body Slam. Vielleicht mal die neue Attacke ausprobieren. Ja, von dem Körpergewicht, wenn das drauf, dann müsste eigentlich, also müsste Aquana ja Platz sein. Ja, aber die ist. Oh nein, die sitzt Surfer ein und die ist im Boden, die sind beide tot. Nächstes Mal nicht. Aber sehr effektiv. Hat die noch ein? Ja, die hat noch zwei. Was ist der gelbe Ball? Der gerade draußen ist? Ja. Okay. Weil die paralysiert ist, ist glaube ich gelb. Ja, dann. Ist die Frage, ob sie noch Aquanas hat oder ob sie noch was anderes hat. Aber wahrscheinlich alles Wasser, oder? Nee, die fehlgeschlagen. Sandama. Der macht Erdbeben. Das ist auch doof. Das ist auch effektiv gegen Boden. Ey, weißt du, so ein bisschen? Ja, Erdbeben. Ich glaube, das vernichtet uns jetzt. Oh, du hast es nur wenigstens noch geschafft. Dich vernichtet es. Ach, Töd, es tut mir leid. Leonie, du musst nicht verzweifeln, wir haben Nico dabei. Nicht verzweifeln, wir schaffen das. Mit Blubber. Ja, willst du den hier austauschen? Nein, du kommst weiter. Okay, bis zum bitteren Tod. Ja. Siehst du? Hast du doch geschafft. Mhm. Fehlgeschlagen. Dodri.
auch Boden? Dotri ist ein Flugfuzzi. Flug? Das Ding kann niemals fliegen. Ja, sicher auch so. Sprungkick. Hat jetzt keinen Schaden gemacht, oder? Doch, aber nur 2 Punkte. Okay, aber mach jetzt mal was anderes. Also, wie viel hat es denn abgezogen? Mehr als das, was noch übrig ist. Okay, gut. Dann sieh zu, dass du den jetzt alle Biss, machst. Mit Biss würdest du den sowieso alle machen. Also. Bam! Gott sei Dank. Ja, hat Leonie bis zum Schluss durchgehalten. Ja, krass. Level 32 für Nico. Nicht gut genug. Ja, du blöde Kuh. Ich muss jetzt erstmal wieder zum Pokémon Center, weil ich sehe nicht ein, dass Tati nicht mitmacht. Also, bis gleich. So, da wären wir wieder. Und jetzt geht's hier nach oben. Zu den ganzen Rockern. Das sind alles übrigens Vierlinge. Ja. Na los, ich habe deine Geduld für... Ich habe keine Geduld für dein Getrödel. Lass uns endlich kämpfen. Hopp! Was? Keno. Keno. Ist das nicht... Ist das nicht eigentlich eine Glücksspiellotterie? Was? Keno? Ist das eine Glücksspiellotterie? Keine Ahnung, finde ich nicht. Du machst Glücksspiel, ja? Nur ab und zu. Also. Rocket League. Lootboxen bei Overwatch zählt es auch dazu? Mehr oder weniger. Wie ist euer Weihnachtsfest denn bis jetzt? Habt ihr eure Familie lieb oder habt ihr euch schon gestritten? Habt ihr schon eure Geschenke aufgemacht? Oder gibt es Bescherung erst bei euch abends? Oder erst am 25. So und vor allem, wenn ja, was gab's? Genau, das ist auch ganz wichtig. Oder erst am 25., so wie in Amerika. Warum mache ich jetzt das? Weil ich meine Attacke schon ausgewählt habe. Fuchtler ist über 3 Attacken, macht immer das Gleiche. Ach so. Ja, warum muss ich überhaupt was auswählen? Ich bin faul, weißt du. Oh, ich bin verwirrt. Warum das denn? Weil ich jetzt vor Erschöpfung verwirrt bin. Aha. Das Rumgefuchtel ist sehr anstrengend. Mhm. Achso, Entschuldigung. Ich pack das nicht. Mach bloß einen Abflug. Du musst jetzt alle Vierlinge vorlesen. Ich weiß, ja. Ich denk da nur manchmal nicht dran. Es tut mir leid. Könnt mir verzeihen. Nein. Ich könnte dran vorbeilaufen, gell? Du willst einen Pokémon-Kampf? Cool, lass uns loslegen. Kannst du mal ein bisschen tiefer und cooler? Ich probier. Sascha. Rihorn. Ich hätte nur ein Pokémon. Ja, aber dafür ein Rihorn. Ich bin 2. Auch mit Hörnern. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich mach mal Toxin. Ist das gut? Nee. Knirscher? Ja, oder Doppelkick. Jetzt ist zu spät. Weil ich habe schon eine Giftattacke gemacht. Und die vergiftet eventuell. Und dann brauche ich nicht. Ach du Scheiße. Das bringt aber nicht viel. Gift, wisst ihr, Gift ist nicht sehr effektiv, aber dafür habe ich ihn vergiftet. Das war jetzt auch nicht so der Reißer. Das sah cool aus. Ja, das ist sehr effektiv. Das sah gut aus. Haha. Alles ist vergiftet. Ups, Scheiße. Darauf wollte warum ich nicht machst klicken. Du sowas? Ich wollte darauf gar nicht klicken. Ja, warum machst du es dann? Der ist doch schon vergiftet. Ich bin verrutscht mit meinem. Ich spiele mit dem blöden Pokéball. Und das ist echt blöd, das zu bestätigen. Ja, Hauptsache haben wollen für teuer Geld wahrscheinlich. Und dann. Ich bin abgerutscht. Und dann sagen: Oh, ups, es liegt am Controller. Ich hab doch gedrückt. Und wie geht's den beiden jetzt? Hälfte Leben? Ein bisschen mehr. Ja. Voller Wisch.
Ich kann vorbeilaufen. Du bist einfach unwichtig. Wir flitzen hier oft durch die Landschaft, weil es wenig gibt, was einem im Weg rumsteht. Hä? Ich weiß nicht, du. Werner. Werner? Da hätte man eigentlich gerade ansprechen müssen. Jo, Meister! Magma! Das ist cool. Sieht aus, als ob der irgendwie ein paar Infos bekommen hätte und ist jetzt angeschwollen. Ist Typ Feuer, ne? Ja. Da ist doch voll Body Slam schon voll gut, ne? Ja. Bestimmt. Ja. Okay. Sind wir uns ja einig. Also Gift ist auch so halbwegs effektiv, würde ich jetzt sagen. Ja, so ganz halbwegs. Halbwegs, ja. Punker Werner, du lässt mich eiskalt Asphalt schnuppern. Wir sind nicht mehr auf der Straße, wir sind hier voll im Wald. Ja, deswegen war ich gerade, hä? Das hat ja gar nichts mit Kämpfen zu tun, was er gesagt hat. Du kommst wie gerufen. Lass uns nicht lange um den heißen Brei reden. Kämpfen wir! Okay, also der wird bestimmt gemobbt in seiner Gang. Ich weiß nicht, warum der sich auch so aufbrezelt, damit das seine Stimme... Wolf. Das sagst du gerade beim Wolf. Das hättest du bei Sascha machen müssen. Oder bei dem bei mir als nächstes kommt. Jetzt wäre noch witziger gewesen. Wäre eigentlich witziger gewesen, ja. Keine Ahnung. Boden hilft da sehr gut, aber wir haben gerade keine Bodenattacke. Ja, Body Slam ist perfekt. Ich meine, ich muss wahrscheinlich eh nichts machen, aber... Wobei Gift gegen... Ja... Leider nicht vergiftet worden, schade. Das habe ich mir schon gedacht, dass das nicht so effektiv ist. Schade. Ja, klar, du Blöder! Was? Der bringt sich selbst um, damit er uns mitnehmen kann. Der hat aber nicht. Ja, aber wir müssen ja noch gegen jemanden kämpfen. Jetzt haben wir schon drei Viertel unseres Lebens verloren. Ja, das passt. Du hast noch andere Pokémon dabei. Du hast mich besiegt, oh Mann, oh. Also mit dem stimmt irgendwas nicht. Ja. Keine Ahnung, was mit den Leuten so los ist. Also manchmal. Du, mein Pokémon entwickelt sich einfach nicht. Auch wenn ich es im Level aussteigen lasse, ne? Okay. Es war der Typ, der den Hut trägt und immer diese Sonnenbrille. Ich weiß nur gerade nicht, du meinst so, ja. Ich komme gerade nur nicht auf den Namen. Ja. Das war ein Sonderzug nach Pankow, bla bla bla. Der entwickelt sich auch, glaube ich, nur bei Tausch. Wenn ich es noch richtig weiß. Das ist Macholo. Ja. Also die letzte Weiterentwicklung. Okay. Das ist die mittlere Weiterentwicklung. Und die letzte, glaube ich, auch nur durch Tausch. Mach Doppelkick. Mach Doppelkick. Achso. Nee, das Controller regelt schlecht. Ja, genau. Ich hab doch gedrückt. Ja. Nee, du machst ihn jetzt nicht fertig. Wenn du meinst, war Udo Lindenberg. Ja, danke schön. Nee, du machst ihn jetzt nicht fertig. Cool. Aber gerade so. Gerade so, ja, ja. Auch rauf wollt. Du Kleine. Ja. Diese geht doch, alles geschafft. Hier war vorne ein Omot. Ich will, dass das hier wieder auftaucht. Ach nee, das ist nicht shiny, das ist winzig, gell? Ja, das ist klein. Gell? Blutzuck, ich will aber ein Omot. Da war vorne hier, als ich auf der Hecke auf der anderen Seite war. Und dann hab ich voll geschrien und Plat gesagt. Ist das ein Bug? Das war ein Bug? Aha. Ein Bug? Ist ein Käfer. Wir müssen jetzt ganz kurz mal warten. Ich möchte einen Omot. Und hier gab es jetzt eigentlich nichts außer einem Item. Ja. Okay. Oh, guck mal hier. Ja, die hab ich schon. Knofensa. Nein, das ist Ultrigaria. Achso, das ist Weiterentwicklung oder was? Ja. Er ist ein bisschen größer auch, ja. Da. Also ich gebe ihm jetzt nochmal eine Beere. Ja. Und dann erschießen wir es. Aber knapp.
Geht doch. Ich weiß gar nicht. Im ersten Wurf. Ja, wir haben noch nie was anderes probiert. Ja. Wenn du das jetzt richtig geschnitten hast, dann war das der erste Wurf. Aha. Level 48 für Leonie, für 35 für Ante. Nico erreicht Level 33. Und das, obwohl wir nur einen Wurf gemacht haben. Also nur bei einem Wurf, also schon. Mhm. Blubstrahl 65. Blubber 40. Akoknara 40. Warte mal. Blubber, Akoknara. Mach ich Blubber. Weil Blubber und Blubstrahl ist ein bisschen gleich, oder? Naja, hat halt. Ja, weiß nicht. Das war die Expertenmeinung von ja, klar. Ja. Weiß nicht. Weiß nicht? Nein, Ante, du darfst immer noch nicht. Nein. Computer sagt nein. Nein. Berührt man die staubartigen Schuppen auf seinen Flügeln, heften diese sich hartnäckig am Körper an und sondern darüber hinaus Gift ab. Aha. So, und jetzt wird's nie benutzt. Hauptsache haben. Ja, das ist ja nur für den Pokédex. Ja, ja, genau. Arme Pokémon. So, dala. Warte mal. Wollen wir erstmal oben lang gehen? Ja, von mir aus. Weil das sieht so special-mäßig aus. Shadow, tu mal was für dein Geld. War grad. Nein! Was machst du? Ich hab das Parfüm wieder eingesetzt. Ach, oh mein Gott! Was ist das? Nix mit viel bleiben. Taurus, winzig. Moment, jetzt! Ja. Ich hab doch gedrückt! Du sollst nicht drücken, du sollst schmeißen. Ja. Mein ich doch. Oh Mann, Taurus. Also wenn das jetzt nichts wird. Dann. Geht doch. Level 48 für Ted und Level 34 für Toxic. Es ist ungestüm und strotzt nur so vor Kraft. Wenn es erst einmal losprescht, rennt es so lange weiter, bis es mit etwas zusammenstößt. Als mir da gerade. Ja. Als du gerade Zerschneider gemacht hast, um da hochzukommen. Ja. Kann sein, dass da mal so ein Pokémon-Ball-Symbol kommt? Pokémon groß? Okay. Ja. Oder war da ein Item vielleicht? Deswegen. Wir besiegen jetzt einen nach dem anderen hier. Okay. Hey Früchtchen, Zeit. Entschuldigung. Hey Früchtchen, Zeit für einen Kampf. Entschuldigung. Ich habe mir ein paar Pokémon von den Losern hier zusammengeklaut. Entschuldigung. Ja, wie kannst du nur? Wir sollten Manny. Manny. Hey Manny. Schnurrische Mammut. Wir müssen Weihnachtslieder singen. Was ist dein liebstes Weihnachtslied? Gar keins. Nein, das geht nicht. Du musst eins haben. Ja, dann... Oh, Tannenbaum. Weißt du, alle würden jetzt so sagen, keine Ahnung, von Mariah Carey hier... Ach Last so! Christmas, ja, von Mariah Carey Last Christmas, mhm. Ja, nee, wie heißt das? Und von Ram, All I Want For Christmas genau, Is You, ja? All I Want For Christmas wollte ich sagen. Ante 36. Ja, keine Ahnung. Wobei von Ram Last Christmas eigentlich gar kein richtiges Weihnachtslied ist. Sagst du? Ja. Ja. Sag ich. Also, nee, hä? Du musst kämpfen mit Leonie. Ja, ich hab doch gedrückt. Ja, dann drück mal richtig. Ja, muss näher ran, so.
Nee, also wenn dann, also wenn die Leder auch zählen, dann schon irgendwas Peppiges, eher so Mariah Carey-mäßig, ja. Ich dachte, du meinst es traditionell. Ja. Ja, traditionell, was magst du da? O-Tannenbaum. O-Tannenbaum, ja. Das ist zumindest das, was mir als erstes in den Sinn kommt. Ich bin in der Weihnachtsbäckerei schön. Ja, 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 ja. Sag, wusstest du, das ist kein Weihnachtslied. Ja, heißt ja Weihnachtsbäckerei. Also. So ein Mist, warum ist denn der noch nicht tot? Ja, weil er noch ein viel Leben hat, deswegen. Ja, aber wir sind... Ich verstehe es nicht, ich habe so hart trainiert, diesen Level 48, diesen 10 Level über diesem Fuzzi. Die sollten den nur mit dem Auge schief angucken und dann sollte der schon sterben. Ja, wahrscheinlich ist es nicht sehr effektiv, oder keine Ahnung. Wie hat denn der? Habe ich gar nicht gesehen. Er ist vorbei, oder? Ja, ist vorbei. Okay. Ich pack's nicht. Ja, du hast auch nicht gepackt, du hast verloren. Nein, Ante, wie oft denn eigentlich noch? Ja, noch mindestens so und so viel Level halt, ne? Okay. In Sachen Charakter haben die sich aber auch sehr viel einfallen lassen, gell? Wenn du verlierst, lässt du deine Moneten überwachsen, verstanden? Überwachsen, ja. Mit Moos. Moos, ohne Moos nichts los? Ja, genau. Passt ja dann wieder. Arne. Arbok. Das passt wenigstens zum Kranker der Name. Arbok. Arbok. So ist es. So ist es. So ist es. Schnabel, keine Ahnung. Bodenattacke ist sehr effektiv bei dem. Und Steinattacken. Ja, was ist hier Boden? Nix. Ja, dann... Body Slam ist sehr effektiv. Oh, guck mal. Na. Oh. Hättest du mal noch ein bisschen mehr? Ja, ja. Ich bin paralysiert. Wow, Ted! Wow, voll geil. Ja, jetzt kannst du Schnabel nochmal machen. Nee, jetzt mache ich eine andere Attacke. Ja, dann mache ich auch eine andere Attacke, so. Aber wenn die jetzt nicht effektiv ist, warum machst du die gleiche, die ich mache? Deshalb. Deshalb. Deshalb darum sowieso. Ja, genau. Deshalb darum, weil. Weil. Wegen. Wegen. Darum. Also, das kann doch nicht wahr sein. Kannst du dir mal merken, dass du die Jungs sprichst? Ja, es tut mir leid. Ich, wissen, die Fesseln brennen noch so. Die Schläge auf dem Hinterkopf waren, haben irgendwas halt durcheinander gebracht, ja? Ja. Weißt du, ich lebe ganz alleine daheim. Deshalb habe ich angefangen, Pokémon zu trainieren. Ich dachte, Katzen sammelt man, wenn man alleine zu Hause genau. ist. Tier. Fukano. Keine Ahnung. Das ist Feuer, oder? Ja. Dann nehme ich Body Slam. Du nimmst immer Body Slam. Nee, ich mache dann lieber nichts. Ich halte mich lieber raus. Ich überlasse es mal dir. Fukano, ey, so ein... Das ist aber echt. Wow. Sehr. Probier's doch mal mit Body Slam. Sehr abwechslungsreich. Ted möchte irgendwie nicht, dass du mitspielst. Tja. Der möchte einfach nur, dass Leonie sich nicht überanstrengt. Haha. Deswegen überanstrengt er sich selber. Ja, siehst du? Nur um sie zu beschützen. Schönheit hier. Mhm. Oh Mann! Ante, genau. Damit er auch schön Feuer fängt und abfackelt. Jetzt darfst du mal deinen Body Slam ausprobieren. Jetzt machst du doch was anderes. Achso, der hat ja noch volles Leben. Ja, komme ich jetzt überhaupt zu. Ja, du wechselst ja aus, ne? Ja, du darfst drankommen. Ja, das Problem ist, Body Slam kann man nicht mehr so viel machen. Also muss man jetzt bald wieder zurück zum Pokémon Center. Nein, wir ziehen das jetzt gnadenlos durch. Okay, dann muss man halt ausweichen. Jetzt hättest du ja paralysiert? Auch noch, weißt, jetzt hättest du auch warum noch, ist er jetzt paralysiert? Ich weiß es nicht. Vor allem, warum bringt es nichts?
Das ist nicht immer, dass die dann erstarrt sind. Ich wollte einfach mal Blutstrahl sehen, deswegen. Du okay. brauchst jetzt nichts machen. Aber du kannst irgendwas drücken. Das kriegt jetzt Nico alleine hin. Nehmen wir das, was am meisten Punkte hat. Das. Jetzt hast du auch noch als erstes anfangen. Bisher. Ich wollte den Blutstrahl sehen. Oh, Mann. Ach, tut mir aber leid. Ja, glaube ich überhaupt nicht. Warum nicht? Für mich geht es bei den Pokémon nicht ums Gewinnen oder Verlieren. Ja, genau. Aha. Sagen die Verlierer. Dabei ist alles. Ja, ja. Oben rum ist man noch, oder? Ja, und oben ist man noch. Das ist der angebliche Junge. Wenn, ja, du darfst. Wenn ich pfeife, kann ich Vogel-Pokémon herbeirufen. Aha. Nein, du musst den Assassinen-Pfeif machen. Ja, genau. Dominik. Dominik. Mit Dodrit. Aha. Der dumme Nick. Los geht's. Keine Ahnung. Dodrit war Flug, hast du gesagt, gell? Ja. Deswegen musst du Bodyslam, ich weiß. Dann ist nämlich Bodyslam sehr effektiv. Ja, ja, deswegen musst du knirschen. Dieser scheiß Controller, echt. Kabellos ist ja geil, aber manchmal ist kabellos halt doch scheiße, gell? Ich meine, wenn bei dir passiert, bist du selber schuld. Ach so. Aber wenn es bei mir passiert, dann liegt es im Controller. Da hatten wir nicht stattdessen im Pfeifen gegeneinander antreten können. Dann hättest du auch verloren. Du kannst den Assassinen pfiffen nämlich nicht. Das höre ich meine Freunde. Obenrum nicht? Da Doch, waren Items. Doch, aber ich will jetzt erstmal zum Pokémon Center. Die auch? Das ist doch ein Typ! Bist du das Mädchen, das an Professor Eichs Pokédex arbeitet? Einer von seinen Assistenten war vorhin bei mir. Vielleicht ist er ja noch oben. Hast du Glück, dass hier keiner steht? Manchmal stehen hier zwei. Du redest die Jungs. Das ist auch ein Junge. Das ist auch ein Junge. In Fuxania City gibt es so viele seltene Pokémon. Das ist einfach der Knaller. Leider ist es verboten, die Pokémon zu fangen, die in der Stadt leben. Hallo Aru, erinnerst du dich an mich? Ich bin Professor Eichs Assistent. Er hat mir gesagt, ich soll dir ein tolles Item geben, wenn du mindestens 50 Pokémon-Arten in deinem Pokédex registriert hast. Also wie sieht's aus? Hast du 50 verschiedene Pokémon gefangen? Was ist, wenn du jetzt ja sagst und es aber nicht so ist? Wirklich? Lass mich mal einen Blick in deinen Pokédex werfen. Ah ja. Beeindruckend. Du hast bisher ganze 67 Pokémon-Arten gefangen. Glückwunsch. Dann gebe ich dir jetzt, wie versprochen, eine Ohrfeige. Nanu, wo ist es denn hin? Unmöglich. Habe ich es etwa verloren? Das tut mir sehr leid. Was mache ich nur? Ich habe nichts, was ich dir geben könnte. Ah, ich hab's. Hui. Keuch, hier bitte. Assistenz in deinem Kram. Ich habe versucht, meinen Kittel für dich und dein Pokémon anzupassen. Es ist jetzt noch der gleiche Typ, der sieht nur anders aus, oder was? Aha. Okay, mein geliebter Kittel. Pass gut auf ihn auf. Ich bin total verwirrt. Ich finde, das sieht Dinge aus, deswegen habe ich jetzt gerade die Stimme gewechselt. Das ist eine ganz andere Person. Ja, deswegen. Also, wenn ja. ich meine Klamotten ausziehe, sehe ich ihn auch nicht komplett anders. Siehst du denn anders? Naja, nackt halt, ne? Ja, aber. Trotzdem vom. Kann trotzdem erschreckend sein, manchmal. Warte, da muss ich die Partybrille aufsetzen, das sieht irgendwie cool aus. Das sieht auch geil aus. Ist das F für Team Rocket oder? Ja. Oder für Aru? Nein, für Team Rocket. Mhm. Warum bist du Team Rocket-Fan? Die haben drei Gosse entführt. Nein, ja genau, aber ich musste doch in. Ich war in. Ja, warum rennst du da immer noch damit rum? Ich war in den Katakomben von Team Rockets. Oder GSR für rechts. Bist du rechtsradikal? Ich war so. Ey. Jetzt sehe ich aus wie ein Golfer. Ich kann schon wieder die Tasche nicht drehen, weil ich den Pokéball anhabe hier. Du musst dich schütteln.
Tja, Bla kommt nicht mehr wieder. Naja, hätte ich mal über Schwarzen gehabt. Dann wären wir jetzt nämlich, Yang und Yang. Aha. Schwarz und Weiß. Aha. Den anderen Weg dahin. Ich will erst zum Pokémon Center. Achso. Sag das doch. Halt euch, mach dich fertig. Oh, was ist das denn? Fuxania City! Was, die kannst du nicht fangen, gell? Stopp, ist hier das Pokémon Center? Anscheinend nicht. Was? Und jetzt voll kopflos, bam! Risikotackle. Und jetzt hier auch kopflos, bam! Kangama. Geht spielen! Oh, Sheldon ist so langsam. Wir müssen eher trainieren. Taros! Pass auf! Sheldon! Komm mal lieber wieder zu uns. Enton. Das sind Ammonitas. Trotz der abgefahrenen Brille lieben dich alle. Ich will doch nur zum Pokémon Center. Das ist kein Pokémon Center. Pokémon Center. Da ist Pokémon Center. Wie komme ich da hin? Dann sprechen wir doch mal mit dem. Als ich Sarah um ein Date gebeten habe, meinte sie, ich könnte ihr mal im Mondschein begegnen. Ich warte jetzt schon eine ganze Weile hier, aber es will einfach nicht dunkel werden. Haben die Programmierer vergessen einzuprogrammieren? Ich will nur zum Pokémon Center. Ich will nur zum Pokémon Center. Mann, wie komme ich denn hier raus? Über die Treppe, würde ich sagen. So, ein Ritz. Kann ich jetzt schon nicht leiden. Wo bist du überhaupt? Ich wollte da unten eigentlich rumlaufen, dann wäre nämlich schneller gewesen, aber. Dim, 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 dim. Jetzt geht's schon besser. So, und ich würde sagen, hier machen wir Schluss und dann geht's hier im nächsten Part weiter mit Fuxania City und den letzten zwei Typen, die wir auf der einen Route vergessen haben. Also bis dahin, macht's gut. Über Kommentare und Bewertungen würden wir uns freuen, über Abos auch. Noch ja, schon, doch, schon, doch, ja, eigentlich doch, meistens ja, doch. Ja, ja, so ein bisschen wie Geschenke. Genau, ja. Als und, Weihnachtsgeschenk. Genau. Und dann wünschen wir. Also ein besonderes Weihnachtslike und ein Weihnachtsabo. Genau, wir wünschen euch dann schöne Weihnachten weiterhin. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.